Wunder. Könnt ihr euch einen Kantate-Gottesdienst ohne Singen vorstellen? Nein. Ich auch nicht. Deswegen müssen wir unbedingt einen Gottesdienst mit Singen feiern. Und dazu haben wir Sängerinnen und Sänger gefunden, die für uns und vielleicht sogar mit uns singen. Und euch haben wir gefunden, die Mascha, den Maxim und den Michael. Und ihr seid die Träger der Bundeslade. Wir sind sehr gespannt, wie das wird. Kommt mit! Thank you.
Ihr seid hier. Du bist hier. Wir sind hier. Gott ist hier. Und das genügt. Wir feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Read all about it. Read.
das getan haben, was uns freut oder bekümmert, wir bringen unsere Lieder. Du bist bei uns in der Zerstreuung und hast uns versprochen, zu helfen. Schenk uns deine Gegenwart. Amen. Zum Singen braucht man keine Kirche, keinen Tempel. Die ersten Lieder zur Ehre Gottes waren vielleicht Wanderlieder für die Wüstenwanderung aus Ägypten. Außer Herz und Mund braucht man gar nicht mehr viel mehr zum Singen. Ich singe dir mit Herz und Mund. Ich singe dir mit Herz und Mund, erwohl das Herz. Ich sing und mach auf Erden Punkt, was mir von dir erwusst. Ich weiß, dass du der Brunne glaubt und Weg und Quelle bist. Daraus uns allen früh und spät viel Heil und Gutes fließt. Was sind wir doch, was haben wir auf dieser ganzen Welt, dass unser Vater nicht von dir allein regieren wird? Ach, Herr, mein Gott, das kommt von dir, du musst alles tun. Du gewacht vor unserer Tür und lässt uns sicher ruhen. Ein Wanderlied aus dem Gesangbuch darf am Sonntagkantate nicht fehlen. Das Lieblingslied von vielen Menschen. Auch wenn manche sich in diesen Tagen nicht raustrauen und den Text abgewandelt haben. Ja, bleib zu Haus und suche Freud in dieser Corona-Zeit. Thank you.
warten und lange wandern durch die Wüste, bis es endlich in Jerusalem ankam. Als dann der Tempel zu Jerusalem fertig und benutzbar wurde, versammelten sich alle mit der Bundeslade zu einem festlichen Einzug. Vorher war die Bundeslade im Zelt mitgewandert. Es war eine Schublade zum Tragen, eine tragbare Schatztruhe. Deshalb hatte sie Tragestangen, die so lang waren, dass sie aus dem Allerheiligsten herausragten. Diese Schatztruhe hatte einen himmlischen Aufsatz, Seraphim. Zwei solche Engel bargen ihn mit ihren Flügeln. Wir machen die Bundeslade auf und holen lauter Lieder raus, die uns mit Gott verbinden, unseren Bund mit Gott bekräftigen. Passend zu den Engeln singen wir weitere Strophen von Paul Gerhardt, aus, geh aus mein Herz und suche Freude. Lass mich nimmer
heute Gebote, die schwer sind. Bei manchen besonderen Wüstengeboten wissen wir, dass sie notwendig sind und doch fällt es zunehmend schwer, sie einzuhalten. Ich fand es bewundernswert, dass sich Familien mit Kindern an das Spielverbot auf Spielplätzen gehalten haben. Zugunsten der Gemeinschaft. So viel Gemeinschaftssinn bei so wenig Ermahnung. Nur so ein bisschen rot-weiße Bänder brauchte es und alle haben sich an das Gebot gehalten. Das ist so bemerkenswert, dass eigentlich alle Familien mit kleinen Kindern einen Orden bekommen sollten, mit so einem blöden Absperrband. Und natürlich auch diejenigen, die freundlich dafür gesorgt haben, dass das Gebot auch eingehalten wurde. Ihr könnt mal die Bundeslade aufmachen, da ist ein Orden für euch drin, den die Mascha euch stellvertretend für alle Kinder und Eltern umhängen wird, zum Dank, dass ihr das Gebot beachtet habt. Und jetzt holen wir noch ein Lied heraus, das nächste Lied, In dir ist Freude. In dir ist Freude, in allem Leiden, o du süßer Jesu Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schande, rettest von Banden, wer dir vertraut, zu Herzen nehmen in diesen Tagen. Und schon beim Salomo in Jerusalem gab es die Posaunen und Zimbeln und Harfen, nur noch keine Orgel. So eine Orgel, die hat alle Musikinstrumente in sich vereinigt. Die gab es aber noch nicht. Und der Bund Gottes mit uns Menschen hat sich nicht nur musikalisch gewandelt. Die größte Verwandlung des Bundes Gottes mit uns ist geschehen durch Jesus und seinen Sieg über den Tod. Und deshalb holen wir jetzt noch ein Osterlied aus der Bundeslade heraus, aus der Schatztruhe. Das Osterlied Gelobt sei Gott im höchsten Thron. Gelobt sei Gott im höchsten Thron, samt seiner wunderbaren Sohn, der für uns auch genug getan. Halleluja.
Im Judentum ist bis heute der Kantor wichtiger als der Rabbi. Es ist wichtiger, dass das Wort Gottes erklingt, als dass es ausgelegt wird. Und deshalb liest uns heute unsere Kantorin Claudia Stein das Wort des Tages. Lesung aus 2. Chronik 5. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder, so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in den innersten Raum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden vor dem Allerheiligsten sah. Aber von außen sah man sie nicht. Und sie war dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Die Tafel des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen hervor aus dem Heiligtum. Denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilungen geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Saltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sang. Als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspieler erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Eine Wolke der Herrlichkeit erfüllte den Tempel bei so viel Lobgesang. Die Wolke Gottes erschien erst, als alle vollständig einziehen konnten. Die Wolke war allerdings auch schon vorher erschienen, um dem Volk bei Tag den Weg zu weisen. Bei Nacht war es eine Feuersäule. Im Neuen Testament verschwindet der auferstandene Jesus geheimnisvoll in einer Wolke. Aber es wird auch von einer Wolke erzählt, die bleibt. Die Wolke der Zeugen. Diese Wolke der Zeugen aus Vergangenheit und Gegenwart hat sich bis heute vermehrt. Und es ist in ständiger Veränderung, wer dazugehört. Sie ist nicht sichtbar, zieht aber mit, wenn Menschen sich den Glaubensschatz zu Herzen nehmen. In Glaube, Liebe, Hoffnung zeigt sich dieser Schatz, die Bundeslade, die Verbindung, die Gott mit uns Menschen eingegangen ist. Und in der Wolke der Zeugen, da gehören Mose und Mirjam, Petrus und Maria Magdalena dazu, Johannes und Paulus, Augustinus, Luther und Bonhoeffer. Wir alle gehören dazu, zu dieser Wolke der Zeugen, der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb sprechen wir mit der ganzen Christenheit auf Erden, wie Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, es uns beigebracht hat. Und wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt holen wir noch einen weiteren Schatz aus unserer Bundeslade, eine weitere Verbindung. Ein Duett von Mendelssohn. Thank you.
sind wir in der Corona-Wüste zusammen unterwegs. Und wir danken allen, die mitgeholfen haben, den Sängerinnen und Sängern, der Frau hinter der Kamera, Ellen Meinel, und euch, die ihr mitgeholfen habt, und auch dem Herrn Keul, der diese Bundeslade für uns gebastelt hat. Und allen, die auch sonst beratend im Hintergrund mitgeholfen haben, dass dieser Videogottesdienst zustande kommen kann. Und jetzt holen wir noch ein letztes Lied zum Mitsingen aus der Bundeslade. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehre. Wir sind mit Gott verbunden und untereinander und gehen in diese Woche mit dem Segen und im Frieden Gottes. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.